Die Königin lebte in einem schönen Schloss. Sie hatte eine Tochter, von der sie träumte. Das Kind hatte schwarze Haare und weiße Haut. Deshalb nannten sie sie Schneewittchen. Die Königin starb bald. Der König trauerte lange nicht. Ein Jahr später brachte er eine neue Königin in den Palast. Sie war schön, aber wütend. Die Frau brachte einen Zauberspiegel mit. Jeden Tag bewunderte sie ihr Spiegelbild in ihm und stellte ihm dieselbe Frage: Wer ist der Schönste der Welt? Der Spiegel hat immer nur die Wahrheit gesagt. Deshalb lobte es ehrlich die Schönheit der Königin, und die Frau strahlte vor Glück. Schneewittchen wuchs und jedes Jahr blühte ihre Schönheit heller. Und jetzt, wieder im Gespräch mit dem Spiegel, hörte die Königin als Antwort, dass sie jetzt nicht die Schönste der Welt ist, sondern Schneewittchen. Die Königin würde dies in ihrem eigenen Palast nicht ertragen. Sie befahl ihrem treuen Diener, die Prinzessin in ein undurchdringliches Dickicht zu führen und zu töten. Aber der Diener konnte das süße Mädchen nicht einmal um der Königin willen töten. Er brachte die Prinzessin in einen dunklen Wald und ließ sie gehen. Und er selbst kehrte ins Schloss zurück und sagte der Königin, dass er ihrem Befehl gefolgt war. Lange Zeit wanderte die Prinzessin durch den Wald. Auf dem Weg wurde ihr von allen Arten von Waldbewohnern geholfen. Schneewittchen war sehr nett zu ihnen und deshalb wurden sie starke Freunde. Am Abend stolperte die Prinzessin versehentlich über ein kleines Haus. Sie ging hinein und sah, dass niemand im Haus war. Der Tisch war für 7 Personen gedeckt und im Schlafzimmer standen 7 Kinderbetten. Und alles in diesem Haus war sehr klein. Daher erkannte Schneewittchen, dass hier 7 kleine Menschen lebten. Nach einer langen und schwierigen Reise legte sie sich auf eines der Betten und schlief fest ein. Die 7 Zwerge kehrten spät in der Nacht nach Hause zurück. Sie waren sehr überrascht vom Erscheinen eines unerwarteten Gastes. Schneewittchen zu schlafen war so charmant, dass die Zwerge beschlossen, sie schlafen zu lassen und sie nicht weckten. Der Morgen ist gekommen. Schneewittchen wachte auf, sah die 7 Zwerge und hatte Angst. Aber sie waren liebevoll zu ihr und das Mädchen erzählte von ihren Schwierigkeiten. Sie mochten sofort Schneewittchen und die Zwerge luden sie ein, bei ihnen zu bleiben. Außerdem erklärte sie sich bereit, sich um das Haus zu kümmern, kochen, waschen und putzen. Jeden Morgen gingen die Zwerge in die Berge, um Gold und Edelsteine abzubauen, und kehrten spät in der Nacht zurück. Als sie zur Arbeit gingen, warnten sie Schneewittchen, damit sie Angst vor der bösen Stiefmutter hatte und Fremden die Tür nicht öffnete. Zu dieser Zeit ging die Königin wie üblich in den geheimen Raum, um mit dem Zauberspiegel zu sprechen. Aber der Spiegel sagte plötzlich, dass sie nicht die Schönste der Welt war, sondern Schneewittchen. Dass die Prinzessin noch lebt und mit den Gnomen im Haus lebt. Die Königin wurde sehr wütend und beschloss, sich selbst um Schneewittchen zu kümmern. Sie ging in ein geheimes Zimmer und kochte dort einen giftig-giftigen Apfel. Es war von außen sehr schön, aber wenn jemand auch nur ein Stück aß, würde er sicherlich sterben. Als der Apfel fertig war, verwandelte sich die Königin in einen alten Kaufmann und kam zum Haus der Zwerge. Als Schneewittchen die süße alte Frau sah, hatte sie Mitleid mit ihr. Sie ahnte nichts und verließ das Haus. Die alte Frau behandelte das Mädchen mit einem reifen Apfel und sagte, wenn sie diesen Apfel isst, werde sie für immer jung und schön bleiben. Schneewittchen glaubte ihr, und sobald sie den Apfel biss, fiel sie tot um und hörte auf zu atmen. Die zufriedene Königin ging in den Palast. Am Abend kehrten die Zwerge von der Arbeit zurück und sahen Schneewittchen auf dem Boden liegen. Sie atmete nicht. Sie schluchzten so laut und beklagten sich, dass der hübsche Prinz, der im nahegelegenen Wald jagte, ihren Schrei hörte. Es wurde für ihn interessant, welche Art von Heulen entstand, das alle Tiere abschreckte. Und als der Prinz das Haus der Zwerge fand, sah er Schneewittchen. Sie war so schön, dass der junge Prinz sich sofort in sie verliebte. Er überredete die Zwerge, sie mit ins Schloss zu nehmen, weil er dort Ärzte hat, die Schneewittchen heilen können. Die Zwerge erlaubten es. Dann befahl der Prinz seinen Dienern, die Prinzessin auf ihren Schultern zu tragen. Und als sie sie trugen, stolperten die Diener über einen Busch
und aus der Gehirnerschütterung fiel ein Stück eines giftigen Apfels aus Schneewittchens Mund und sie wachte auf. Okay. Als das Mädchen den jungen Prinzen sah, verliebte es sich ebenfalls in ihn und erklärte sich bereit, ihn zu heiraten. Sie luden auch die böse Stiefmutter zur Hochzeit ein. Aus Wut, dass Schneewittchen noch lebt und nun ein langes Unglück. Auf einem kleinen Bauernhof in dichtem Klettendickicht fand die Entenmutter einen gemütlichen Ort, um ihr Nest zu bauen. Sie wartete darauf, dass die Küken schlüpften. An einem sonnigen Morgen knisterten die Eierschalen und winzige flauschige Entenküken wurden geboren. Es war nur noch ein Ei übrig, das größte, das nicht knacken wollte. Die Ente begann sich Sorgen zu machen, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Sie setzte sich wieder auf das Ei und beschloss, etwas länger zu warten. Die Entenmutter gab alle Hitze, die sie konnte. Sie dachte, dass dieses Küken das Schönste sein muss, da sie ihn so lange inkubiert hat. Bald schlüpfte ein Küken aus dem letzten Ei, aber es sah überhaupt nicht aus wie der Rest der Entenküken. Es war viel größer und seine Federn waren grau. Die Entenmutter war verärgert, einen so hässlichen Sohn zu sehen. Aber sie hoffte, dass er eines Tages wie seine Gefährten werden würde. Der Rest der Entenküken lachte ihn aus. Sie fanden ihn ekelhaft und wollten nicht mit ihm spielen. Am nächsten Morgen ging die Entenmutter mit ihren Kindern zum See. Zu ihrer Überraschung schwammen das hässliche Entlein ebenso wie andere. Die Ente brachte dann ihre Kleinen auf den Geflügelhof, um sie der Gesellschaft vorzustellen. Sie erzählte den Entenküken von den Verhaltensregeln gegenüber den Einheimischen. Die Ente präsentierte ihre Brut dem edelsten fetten Dreck, aber er griff das hässliche Entlein an und sie war gezwungen, ihr gescheitertes Küken zu beschützen. Fat Dreck befahl, den Freak aus dem Hof zu vertreiben. Mutter versicherte, dass er erwachsen werden und wie andere Entenküken werden würde. Das hässliche Entlein konnte dem Mobbing und der Demütigung nicht standhalten und verließ den Geflügelhof. Auf der Suche nach einem sichereren Ort stieß er auf einen wunderschönen See, an dem sich niemand befand. Und das Entlein beschloss, hier zu bleiben, um zu leben. Zeit ist vergangen. Trotz seiner Einsamkeit war das hässliche Entlein froh, dass ihn niemand beleidigte. Und dann flog eines Tages ein wunderschöner weißer Vogel mit einem langen Hals zu seinem See. Das hässliche Entlein wusste nicht, was für ein Vogel es war, aber er sah es mit Bewunderung an. Er liebte sie von ganzem Herzen. Wie gerne würde ein Entlein wie dieser schöne weiße Vogel sein. Der Winter kam und es fing an zu schneien. Das hässliche Entlein sah zum ersten Mal weißen Schnee. Er war begeistert von diesem Anblick. Aufgrund der Tatsache, dass der Winter sehr schneereich war, war es für das Entlein sehr schwierig, Nahrung zu finden. Er musste auf der Suche nach Nahrung durch die Nachbarschaft laufen. Er war kalt und müde. Also kam das hässliche Entlein zum Bauernhaus. Als der Bauer ein dünnes und unglückliches Küken sah, hatte er Mitleid mit ihm. Der Bauer beschloss, das Entlein bei sich zu behalten, bis er gemästet und gereift war. Der Frühling ist gekommen. Der Besitzer hat sich gut um das Küken gekümmert und ist viel aufgewachsen. Das Entlein brauchte schon viel Platz und der Bauer beschloss, ihn in den See zu entlassen. Das hässliche Entlein stand am Ufer des Sees und betrachtete sein Spiegelbild im Wasser. Und er traute seinen Augen nicht, er konnte sich selbst nicht erkennen und dachte, dass jemand anderes hinter ihm war. Und dann erkannte das Entlein, dass der wundervolle Vogel im Spiegelbild er selbst ist. Zum Feiern schlug er und schwamm über den ganzen See, von Rand zu Rand. Und plötzlich sah er denselben schönen weißen Vogel mit einem langen Hals, den er schon einmal gesehen hatte. Das hässliche Entlein beschloss, näher zu ihr zu schwimmen. Aber der schöne Vogel hatte keine Angst, sondern im Gegenteil, sie lächelte und zwinkerte, und zusammen schwammen sie über den See. Das hässliche Entlein konnte sein Glück nicht fassen. Ein fetter Dreck am Ufer des Sees sagte, er habe noch nie in seinem Leben einen so schönen jungen Schwan gesehen. Was war seine Überraschung, als er herausfand, dass das hässliche Entlein, das er einst aus dem Geflügelhof fuhr, ein wunderschöner Schwan war. Es stellt sich heraus, dass das hässliche Entlein von Anfang an ein Schwan war, ein Ei fiel versehentlich in ein Entennest. Und als der schöne junge Schwan nach Hause zurückkehrte, schämten sich alle auf dem Geflügelhof sehr, dass sie ihn einmal wegen seines Aussehens beleidigt hatten.